Hallöche, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem neuen Lesevlog. Denn das neue Buch von Adriana Popescu, ja, zwar unter Pseudonym, aber das ist komplett egal, ist erschienen. Und mich hat heute ein Blogger-Paket erreicht, und ich denke, das packen wir einfach mal ein bisschen zusammen auf. Also, ich habe schon mal geöffnet und es lächelt mich direkt eine wunderschöne Postkarte an. Und zwar Lake Garda, Italia. Eine wunderschöne Karte, wie ich finde. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ciao aus Bella Italia. Ich bin tatsächlich wieder am Lago di Garda. Hier hat sich einiges verändert, aber manches fühlt sich noch immer so vertraut an. Das erzähle ich dir alles bald. Alles Liebe, Sarah. Sarah ist, glaube ich, unsere Protagonistin in dem Buch. Finde ich richtig, richtig cool gemacht. Also wird auf jeden Fall als Lesezeichen natürlich jetzt drin bleiben. Dann wunderschön eingepackt. Machen wir das einfach mal. Wir reißen es zusammen auf. Oh nein. Ja, mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig. Aber wir packen es aus. Was findet sich hier drin? Ach, sehr cool. Wir haben einmal sehr passende Servietten, wie ich finde. Finde ich richtig cool. Passt perfekt jetzt in den Frühlingssommer. Finde ich sehr schön. Eine sehr, sehr coole Idee. Dann würde ich mal vermuten, ist das hier das Buch und ist es nicht wunderschön eingepackt? Also das packen wir gleich vorsichtig auf. Und dann erreicht uns noch, oh, so, Paket mal zur Seite. Und dann habe ich hier noch ein schönes Buch. Oh, das sieht echt toll aus. Wir machen das mal auf. Bin ganz aufgeregt. Oh, sehr cool. Sehr schönes Buch. Oh, und da sind Fotos drin. Wie toll ist das denn? Oh, ach, ist das cool. Manche Orte haben diese Portion Magie. Ich glaube, das Buch müssen wir uns zusammen anschauen. Ich nehme euch einfach mal mit einem Blick nach unten. Ich glaube, sonst das in die Kamera zu halten, ist, glaube ich, sonst schwierig. Ich glaube, so machen wir das. So, wir öffnen einfach mal dieses Büchlein. Manche Orte haben diese Portion Magie. Und hier sehen wir Elena Sonnenberg, scheinbar vor der Bucht der Träume. Wunderschön gemacht. Richtig schöne Fotos. Wir haben hier so einen Polaroid-Stil. Alle Bilder sind sozusagen auch von Hand festgemacht. Also es sind echte Bilder, echte Polaroids. Richtig cool, wunderschön. Ich war noch nie am Italien, das ist für mich mehr gewesen als nur Urlaub, Pasta und Pizza. Es war die Liebe meines Lebens. Oh, wie wunderschön. Das fühle ich jetzt nicht unbedingt mit Italien, aber ich fühle, dass man das mit wunderschönen Orten haben kann. Hier haben wir auch wieder ein schönes Foto. Und dann haben wir hier, man verliebt sich immer wieder aufs Neue in den Anblick, nicht wahr? Also vermutlich Zitate auch aus dem Buch. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt tatsächlich mit Muscheln nichts für mich. Aber dennoch eine sehr coole Idee. Und dann sind auch noch ein paar leere Seiten. Das heißt, dieses Fotoalbum kann dann natürlich auch ja, von einem selbst genutzt werden, wenn man sagt, man möchte ein paar Erinnerungen darin festhalten. Sehr, sehr schöne Idee. Und jetzt machen wir uns noch am Auspacken dieses Pakets. Das nehmen wir einmal ab. Also es ist sich wirklich wahnsinnige Mühe gegeben worden. Das möchte ich wirklich, also wirklich betonen. Ich bin super dankbar, dass ich ja, dieses Blogger-Paket erhalten habe. Wunderschön. Ich bin ja seit Jahren ein großer Fan von Adriana. Und ja, als die Anfrage bei mir eintrudelte, war ich wirklich gerührt und dankbar und habe mich mega gefreut. Und jetzt packen wir das Buch aus, bin so happy. Das Buch ist natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, also schaut super gerne da mal vorbei. Ja, ein bisschen Hunde-Content. So, die Couch ist für zwei einfach ein bisschen knapp. Na, Willi? Hey, mein Wout, hallo. Ja, mein Schatz. Ja, entschuldigt. Die kurze Unterbrechung, das sind wir eigentlich mit Wichtigerem. Wunderschönes Papier, also ich finde das wirklich so liebevoll. Und hier haben wir das Buch von Elena Sonnenberg, Die Bucht der Träume, jetzt erhältlich im Goldmann Verlag.
ein wunderschönes Cover. Also ich war da sofort hingerissen. Und ja, wir haben hier ein Pseudonym von Adriana Popescu. Wir haben ein offenes Pseudonym. Also es ist bekannt, dass hinter Elena Sonnberg eben auch Adriana Popescu steckt. Wir haben dazu auch bei unserem gemeinsamen Hangout im Januar oder Februar gesprochen. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Neben dem Buch verlinke ich euch auch einfach mal den Hangout. Und auch auf meinem Leipziger Buchmesse-Vlog ist eine Lesung von ihr mit dabei. Also ich verlinke euch einfach mal die Videos, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ja, das Buch ist jetzt ganz neu erschienen und wird auch, glaube ich, direkt von mir gelesen. Ich habe gerade ein anderes Buch beendet. Ein warmherziger, wunderbarer Sommerroman. Willkommen in der Bucht der Träume. Wunderschön. Auch von innen. Ach, wie toll. Wir haben hier Spaghetti à la Sgoglio. Das sind, glaube ich, die Muscheln. Jetzt nicht für mich, aber eine coole Idee tatsächlich, dass das hier drin ist. Und auch hier hinten haben wir eine Zubereitung. Ach, das ist zu dem Rezept vorne. Da stehen die Sachen, die man benutzt, die Zutaten. Hier haben wir die Zubereitung und hier haben wir dann eben auch eine kurze Autorin-Vorstellung, also wo auch ganz offen drin natürlich steht, dass es Adriana ist. Es wird wohl einen zweiten Band geben. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Es soll eben weiter diese wunderschönen Urlaubsstimmungen haben und ich freue mich hier wirklich sehr. Also wunderschön. Wir haben hier vorne für alle, die ihr Herz an einem bestimmten Ort verloren haben. Und ich fühle das so, weil auch mein Herz an einen Ort sehr gebunden ist, beziehungsweise an zwei Orten. Und ich kann das so nachvollziehen, dass man so einen Herzensort hat, wo man sich wohlfühlt, wo man immer wieder ankommt, sich immer zu Hause fühlt, egal wie lange man auch irgendwie weg war. Und das ist so schön. Also, liebe Adriana, ich fühle das total. Und ich finde auch dieses Cover wirklich großartig. Also, wunderschöne Aufmachung. Ich würde euch mal kurz den Klappentext einfach vorlesen. Und zwar, ein Haus am Gardasee, bittersüße Erinnerungen und ein magischer Sommer, der alles verändert. Sarah hatte keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater, seit er sie und ihre Mutter vor Jahren verließ. Nun hat er ihr überraschend sein Haus am Gardasee vermacht, in jenem malerischen Ort, in dem die Familie früher die glücklichsten Sommer verbrachte. Sarah will das Erbe möglichst schnell wieder loswerden und reist mit ihrer Tochter Mimi nach Italien, um das Anwesen zu verkaufen. Doch der Urlaub am Gardasee stellt Sarahs Leben völlig auf den Kopf. Der Makler vor Ort ist niemand anders als ihre Jugendliebe Matteo, den sie nie vergessen konnte. Und umgeben vom Duft des Sommers und bittersüßen Erinnerungen entdeckt Sarah ein Geheimnis ihres Vaters, das ihn in ganz neuem Licht erscheinen lässt. Ach, wunderschön. Also ich freue mich auf den Gardasee, ich freue mich auf Italien, ich freue mich auf diese Familiengeschichte, auf dieses Geheimnis, auf die Zeit am Gardasee, was es mit Sarah, ihrem ja früheren Jugendliebe auf sich hat, mit ihrem Vater, auch dann zu ihrer Tochter Mimi. Und ich freue mich darauf. Also ich freue mich auf diese knapp 459 Seiten und bin super gespannt, was Adriana alias Elena uns hier ja im Grunde an Geschichte erzählt. Wunderschönes Cover und ich bin so happy, dieses Büchlein jetzt zu lesen. Ich werde euch immer mal wieder Updates geben und euch einfach beim Lesen mitnehmen und euch da so ein paar Einblicke mitgeben, wenn gerade besonders schöne Momente da sind oder traurige oder, ach ja, Adriana kann ja auch so tolle ja, Urlaubsumgebungen, Ortebeschreibungen, Dialoge und ich glaube, da finden sich ein paar Schätze drin und da nehme ich euch jetzt einfach mit. Möchte aber an dieser Stelle natürlich dem Verlag und auch Adriana danken, dass dieses Bloggerpaket bei mir angekommen ist, zusammen mit dieser wirklich coolen Postkarte, die eben von Sarah ist, also von unserer Protagonistin. Richtig toll. Die wird mir jetzt einfach als Lesezeichen dienen. Und natürlich freue ich mich auch über das coole Fotobuch und auch die Servietten. Richtig coole Idee, passt perfekt zusammen und ich bin mehr als happy. Also los geht's, lesen wir gemeinsam das Buch. Ich habe nun die ersten 70 Seiten gelesen und ich muss sagen, ich war direkt in der Geschichte drin. Ich habe das gefühlt in einem Schwupps inhaliert. Wir lernen Sarah kennen. Mitten auf der Arbeit wird sie angerufen und erfährt von einem Anwalt, dass ihr Vater verstorben ist und dass er ihr eben ja das Haus am Gardasee vermacht hat und ja, sie sich da jetzt eben zur Testamentsvollstreckung einfinden soll. Ja, eigentlich hat Sarah aber nicht so viel Zeit.
Zeit. Sie ist beruflich sehr angespannt und hat auch noch eine Tochter, die sie aktuell auch allein erzieht. Sie ist gerade frisch geschieden von ihrem Mann Sebastian und ja, es sind aber Sommerferien und auch ein Projekt ist gerade abgeschlossen und so sagt sich jetzt Sarah so, sie fährt mit ihrer Tochter Mimi einfach mal an den Gardasee in das Haus, schaut sich das an und will es dann auch eigentlich ja, verkaufen. Und ja, wir erleben beide jetzt schon so ein bisschen, wir merken, dass Mimi eigentlich nicht ganz begeistert ist von ihrer abwesenden Mutter, die eben viel arbeitet, was im Grunde ja auch Sarah so ein bisschen über ihren Vater denkt, dass er eben sehr wenig da war. Kurze Katzenunterbrechung, es tut mir leid. Und ja, man merkt schon so ein bisschen, dass Vater und Tochter sich vielleicht doch ähnlicher sind, als man denkt. Nichtsdestotrotz machen sie sich jetzt aber eine Woche auf den Weg dahin. Dann sind wir ein bisschen bei der Fahrt dabei, erfahren auch ein bisschen. Und das macht die Geschichte so schön. Wir erfahren so ein bisschen was von Mimi und auf welchem Musiker sie gerade steht. Und wir sind so ein bisschen so am Zeitgeist dran. Und ich finde, das ist etwas, was Adriana bzw. Elena Sonnberg ja wirklich richtig, richtig gut kann. Und ja, das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Dann kommen wir eben an und dann wird der Gardasee beschrieben und diese Liebe zu diesem Ort und dann treffen wir eben auf den Makler, den die Assistentin von Sarah aufgetan hat und ja, das ist eben Matteo, ihre Jugendliebe, den sie einst versetzt hat und sich nie dafür entschuldigt hat und ja, das sind wir jetzt so ein bisschen, dass sie jetzt eben auch so ein paar andere Menschen noch aus dem Leben ihres Vaters kennenlernt und also vom Ruderverein und so weiter. Und ich bin da jetzt sehr neugierig, was es so mit den Veränderungen im Leben von ihrem Vater so auf sich hat und wie sie sich jetzt hoffentlich auch ein bisschen am Gardasee verändert. Denn Arbeit ist eben nicht alles. Das wird Sarah auch so ein bisschen klarer, als sie jetzt so merkt, was sie eigentlich an der Abwesenheit ihres Vaters so gestört hat. Und eigentlich möchte sie ja auch für Mimi ein bisschen mehr da sein. Und ja, ich glaube, da ist etwas im Umbruch. Und ich bin mega gespannt. Es hat mich wirklich direkt reingesogen, egal ob es der Start war, ob es jetzt der Gardasee ist und auch wenn ich selbst noch nicht am Gardasee war, spüre ich diese Liebe zu einem Ort sehr und zu diesem Wasser und dass man sich da so geborgen fühlt und angekommen fühlt und ich fühle das wirklich sehr und das hat Adriana Elena Sonnberg für mich wirklich sehr gut gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Seiten, aufs nächste Weiterlesen, aber jetzt geht's erstmal zum Grillen und ich muss das Buch jetzt unterbrechen, aber es geht heute Abend oder morgen auf jeden Fall für mich weiter. Ich habe gerade Kapitel 28 beendet und bin auf der Seite 216 und ich muss wirklich sagen, es ist einfach wunderschön. Draußen scheint die Sonne, es hat 35 Grad, zumindest in der Sonne und ich lag jetzt auf dem Balkon und ich habe es sehr genossen. Es ist die perfekte Sommerlektüre, auch wenn es schon auch ein bisschen schwerere Themen hat. Gerade natürlich den Abschied vom Vater, der verstorben ist, der ist für Sarah nicht ganz leicht. Auch den Vater zusammenzubringen mit dem Menschen, den er dann im Ruhestand war, den er für viele Menschen in Italien war, die ihn wirklich als Freund wahrgenommen haben, für die er auch ein Freund war, in deren Leben er sein Tod jetzt eine große Lücke hinterlässt und sich selbst aber merkt, eigentlich kannte ich meinen Vater die letzten Jahre gar nicht und wir waren gar nicht mehr im Kontakt und mein Vater war für mich und auch für meine Mutter bis zu der Trennung ein ganz anderer Mensch. Und ich glaube, dass das wirklich schwierig ist. Also auch wenn ich das jetzt nicht aus eigener Erfahrung mitgeben kann, schafft es Adriana alias Elena wirklich es gut rüberzubringen, diese Gedankengänge von Sarah, eben dieses, wie war der Vater in der Vergangenheit, wo hat er gefehlt, mit welchen Gründen hat er gefehlt, dann gibt es auch noch so ein bisschen ein Geheimnis, was sie zusammen mit ihrem Vater hatte, was ihr einfach unglaublich schwerfällt, es eben gehabt zu haben, auch die Verarbeitung eben von dem Tod noch von ihrer Mutter und jetzt auch noch dem Vater, dann auch die etwas ja, oberflächliche Beziehung zu ihrer jugendlichen Tochter, die jetzt aber aufblüht in Italien, die da schnell Freunde findet und aber gleichzeitig eben so diesen Vater, der gefehlt hat in ihrem Leben, dann aber mit dem zusammenzubringen, wie herzlich er wohl gewesen ist im Ruhestand und eben in Italien. Und das ist wirklich super gut rübergebracht. Wir haben hier wirklich sehr tiefe Gefühlseinblicke von Sarah und können da wirklich gut mitgehen, können das nachvollziehen. Ich mag es, wie sie tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen anfängt, sich selbst zu reflektieren und auch so ein bisschen in sich zu hören, was das vielleicht auch mit ihr gemacht hat und wie ihr Leben einfach so
ja, Wendungen angenommen hat, auch die Gespräche mit ihrer Jugendliebe, mit Matteo, dem Makler. Und da fand ich es auch ganz schön, dass er sagt, ja, natürlich ist er glücklich und er erzählt da was und sagt aber, in einer anderen Realität wäre ich auch mit dir glücklich geworden. Und das finde ich so, so, so schön, weil ich finde es sehr schwierig, wenn Menschen nach 20 Jahren aufeinandertreffen und sagen, oh, ich wäre nun mit dir wirklich glücklich geworden. Und ich denke so, was hast du denn für ein Leben gehabt? Also es ist ja tatsächlich ganz oft in Büchern so. Hast du jetzt 20 Jahre auf den anderen Menschen gewartet und warst du unglücklich? Und wie schlimm würde ich das finden, wenn mir das jemand sagen würde oder wenn ich das empfinden würde? Weil dann hätte man sein Leben ja gar nicht gelebt. Und ich bin froh, dass hier das ein bisschen anders ist. Und ich finde, das ist so das Besondere auch bei Adriana, dass sie eben diesen Weg nicht geht, sondern sagt, natürlich ist Matteo glücklich und er hat sein Glück gefunden, er ist zufrieden, er hat sich etwas aufgebaut und dennoch aber sagt er, ich mochte die Zeit damals und auch wir hätten glücklich sein können und das finde ich sehr schön. Zudem habe ich hier ein schönes Zitat markiert, da ging es um die Fotografie, denn sie, Sarah und ihr Vater haben sehr gerne fotografiert und das gefällt mir tatsächlich richtig gut, denn es heißt so schön, er hatte ein gutes Auge für besondere Momente, für Augenblicke im wahrsten Sinne des Wortes. Ganze Geschichten hat er mit seinen Fotos eingefangen, sie in Rahmen gesperrt und somit die Zeit angehalten, die weiterlief, ohne diesen Moment auf dem Foto mitzunehmen. Wie sehr habe ich ihn dafür bewundert. Und das ist genau das, was Fotos tun. Sie sind Erinnerungen, sie sind Momente, wir fangen sie ein, um uns immer wieder dahin zurück zu erinnern. Und das finde ich schön. Jetzt bin ich ein totaler Laie in der Fotografie und gefühlt mehr als mit einer Digitalkamera oder dem Handy Fotos mache ich tatsächlich nicht. Aber ich finde es schön, wenn man doch immer mal einen Schuss irgendwie hat und sagt, das war der perfekte Moment, alles perfekt und diesen Moment bewahrt man sich. Und das sind dann auch oft die perfekten Momente, die dann bei mir zum Beispiel tatsächlich in einen Rahmen kommen, ausgedruckt werden und im Hintergrundbild werden und man wirklich sagt, daran hängt man. Und das fand ich sehr schön beschrieben. Also auch diese Liebe zur Fotografie, die jetzt hier ein bisschen stärker durchkommt, ja, gefällt mir richtig gut. Also ich bin gepackt, ich bin gefesselt, ich rieche den Sommer, ich spüre ihn dank des gerade hier anfallenden Sommers auch auf der Haut und ich fühle mich in Italien zu Hause. Ich finde es toll, wie hier so das Italienisch mit eingebracht wird, natürlich auch die Kulinarik, wir einiges auch vom Gardasee so ein bisschen mitbekommen, dieses Feeling und das gefällt mir richtig gut. Also bisher eine große, große Freude und wirklich wahnsinnig gute Unterhaltung, einfach wie ich es eigentlich schon erwartet habe und es macht richtig Spaß, in die Bucht der Träume einzutauchen und mitzugehen und ich freue mich jetzt definitiv, ja, hier sind wir, aufs Weiterlesen. So, entschuldigt bitte das etwas schlechte Licht. Ich bin jetzt kurz davor, ins Bett zu gehen, dementsprechend sehe ich auch schon so aus. Ich glaube, das ist nicht weiter dramatisch, aber ich bin einfach so begeistert. Ich möchte vor dem Schlafen noch ein kurzes Update geben. Und zwar bin ich jetzt auf knapp Seite 376 und habe Kapitel 48 beendet. Und ich finde es nach wie vor großartig. Es gab jetzt so einen Vorfall mit der Tochter und gleichzeitig fängt Sarah an, so ein bisschen Interesse an einem Mann zu zeigen. Und ich fühle, obwohl ich keine Kinder habe, diese Schuldgefühle tatsächlich sehr gut. Und das spricht natürlich nur für den Schreibstil von Adriana bzw. Elena. Und ich fand das toll. Ich mochte, wie diese Spannung so ein bisschen aufgebaut wurde zwischen Sarah und dem Mann, den sie so ein bisschen verliebt ist, der sich in sie so ein bisschen verknallt hat. Also ich glaube, verliebt ist zu viel, aber so ein bisschen verknallt. Es funkt so ein bisschen und es gibt eine Anziehung. Und ich mochte, wie das so ein bisschen gelaufen ist. Es hat sich wahnsinnig erwachsen angefühlt. Also wir sind hier ganz weit weg von diesem Teenie-Verliebtsein und große Schmetterlinge, sondern es wirkt erwachsen, es wird echt und trotzdem fühle ich diese Emotionen. Also ich kann fühlen, wie Sarah das empfindet, wie sie sich diese Fragen stellt, wie sie so hin und her gerissen ist, wie sie überhaupt so ein bisschen überfordert ist mit dieser ganzen Situation, auch mit dem Hausverkauf und auch das Gespräch mit der Haushälterin von ihrem Vater, das fand ich so, so, so toll. Und dann passiert eben etwas mit der Tochter und die ist ja ganz groß verliebt in, ja, im Grunde auch einen italienischen Jungen. Und man spürt da sofort diese Angst, diesen Bruch in ihr, wo sie wieder, ja, von sich als Mensch, als Frau
umswitcht in den Muttermodus. Und das fand ich richtig toll gemacht. Also man hat das in diesen ganzen Gesprächen, in den Gedanken, in den Emotionen wirklich gespürt, wie sie umswitcht und wie sie auf einmal wirklich die Mutter ist und wie sie wirklich ihr Kind an erster Stelle steht. Und ich glaube, wenn man vielleicht selbst Mutter, Eltern ist, dann weiß man, glaube ich, jetzt auch ganz gut, was ich meine. Und ich finde, dass das Adriana wirklich großartig hinbekommen hat. Ich mochte diese ganze Szenerie jetzt drumherum, als ja da so ein bisschen ja zu dahin jetzt geeilt wird zur Tochter, und ich mochte das wahnsinnig gerne lesen. Ich fand, es hatte etwas ganz Intimes, Privates und so einfach was Echtes, und das hätte durchaus auch meine Mama sein können, die ins Krankenhaus stürmt, weil ich mir mal irgendwo wieder die Bänder gezerrt habe, gerissen habe, eine Hand gebrochen habe als Kind, als Teenie, und die genauso an diesem Bett bei mir sitzt. Und das war so schön, das war so echt, es war unaufgeregt, es war nicht sehr dramatisch, es wurde kein großes Buhai draus gemacht, sondern es hat sich einfach echt angefühlt. Und das fand ich so, so, so schön. Es war einfach so authentisch und man konnte sich das vorstellen, man konnte diese Atmosphäre, diese Spannung. Und dann gab es ein ganz tolles Gespräch zwischen Sarah und Matteo, also ihrem Makler und Jugendfreund. Und das fand ich so berührend und so schön und dachte, genau so würden diese Gespräche stattfinden oder so werden diese Gespräche auch stattfinden in echtem Leben. Und es wäre jetzt natürlich langweilig. Ich glaube, vielleicht kommt jetzt der ein oder andere Einwand von euch, der sagt, naja, aber das wahre Leben, das haben wir ja, und da möchte man doch natürlich in so einem Buch etwas anderes haben. Aber ich finde es schön, einfach mal so einen etwas erwachseneren Roman zu lesen, in dem nicht alles gleich Drama ist und die große Liebe nach 5 Minuten sehen und alles stehen und liegen lassen und die Welt verändert sich, und sondern ich mag es, wenn es einfach so ein bisschen unaufgeregt ist, aber schön. Und es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, die toll geschrieben ist, die tolle Dialoge hat, die diese Reflexion von Sarah zeigt, wie sie jetzt einfach so Dinge erkennt und wahrnimmt und annimmt und diesen Weg, den Sarah geht, das finde ich hier so, so, so toll beschrieben. Und das ist, man begleitet diese Figur jetzt ja wirklich schon ein paar Tage sozusagen in Italien. Und ich finde es so toll, wie sie sich verändert hat, welche Fragen sie stellt, wie sie mit sich selbst manchmal zu hart urteilt und dann aber doch irgendwie sagt, ja, jetzt genießen wir das Leben, jetzt sind wir hier. Und ich mag, welchen Weg es hier geht, auch dieses Aufarbeiten dieser Jugendliebe und vielleicht da kommt irgendetwas Neues und dieses Verändern und dass eben zum Leben manchmal Mut gehört. Und ach, ich fand das richtig, richtig schön. Ich habe auch wieder ein paar Markierungen reingemacht. Und hier geht es zum Beispiel ja darum, dass sich eben Mimi ihre Tochter verliebt hat. Und dann sagt sie eben so, ja, sie spürt halt jetzt schon diesen Liebeskummer, den der Abschied bringen wird. Und dass eben manchmal eine Enttäuschung reicht, damit das Herz gebrochen ist. Und dann bekommt sie zur Antwort, gönnen Sie Ihrer Tochter diesen Luxus. Und dann fragt sie nach, welchen Luxus? Ja, das Herz gebrochen zu bekommen. Es bedeutet nämlich auch, dass man mal ganz schrecklich verliebt war. Und das ist es immer wert. Und ich gehe da so bedingt mit, als die erwachsene Steffi, geht da absolut mit. Und ich verstehe, warum sich Sarah Sorgen macht um ihre Tochter und verstehe, wie man das meint. Und die erwachsene Steffi sagt ganz laut, nein, also noch ein gebrochenes Herz auf keinen Fall. Die junge Steffi, die eben auch in diesem Teenie-Alter wie Mimi ist, mit 14, 15, was waren da so gebrochene Herzen? Und heute schmunzelt man vielleicht so als Erwachsener darum, was einen da früher so für Gedanken gemacht hat, wie schnell man verliebt war, wie schnell man entliebt war und was es für ein Drama war. Und man dachte, die Welt geht unter, man könnte nicht ohne den anderen sein. Aber dass das tatsächlich diese Urlaubsflirts oder na, mit 14, 15 ist es ja oft nichts anderes. Ich meine nicht immer, aber oft. Und ich fühle das so, weil ich so denke, ich kenne das so von mir selbst. Und es ist schön, auch einfach so zu wissen, dass einem das Herz gebrochen werden kann und dass man so empfunden hat. Und das fand ich hier so schön ausgedrückt. Also das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt haben wir hier auch, es ging hier so ein bisschen um Lebenserfahrung. Und das heißt hier so schön, Lebenserfahrung lehrt uns doch nicht, in wen wir uns verlieben sollen. Das weiß das Herz von ganz alleine. Unsere Lungen wissen, wie das Atmen geht, ab dem Moment unserer Geburt. Und das Herz weiß, wie das Lieben geht, schon immer. Dafür muss man nicht erst 65 werden. Oh,
Ich fand das so schön. Das hat mir so, so, so gut gefallen, weil natürlich Sarah so ein bisschen hadert mit ihrem Vater und wie er sein Leben in Italien gelebt hat und auch, dass er sich so von der Mutter entfernt hat und sie jetzt selbst ja auch geschieden ist und dass man eben keine Lebenserfahrung braucht, um zu wissen, dass es Liebe ist, dass man den anderen mag, dass man ihn in seinem Leben möchte. Und das fand ich so schön, weil es hat so getroffen. Denn ich glaube tatsächlich, unsere Herzen wissen sehr früh, wie Lieben geht. Wahrscheinlich noch früher, als es der Verstand weiß, wie er das dann zu verdenken und zu verkopfen hat. Und das fand ich so, so, so schön getroffen. Und dann ging es hier um so ein bisschen so nostalgische Gedanken. Und ob nicht alles anders gekommen wäre, wenn man etwas anders entschieden hätte. Und es heißt hier so schön, Geschichten, die noch nicht beendet sind, das sind die gefährlichen. Wenn man sich entliebt oder jemand fremd geht, das sind die Enden, nach denen es weitergehen kann. Aber das, was ihr habt, das bleibt, bis es beendet wird. Wie und wann auch immer das sein wird. Und das fand ich so schön. Also, dass man eben einfach alles, was so unausgesprochen ist, unbeendet ist, das ist immer gefährlich. Also natürlich nicht in diesem wahrsten Sinne des Wortes, aber dass das einen immer beschäftigen wird, bis man es beendet. Und dann nimmt man diese Gefahr raus, man nimmt diesen Druck raus und das fühle ich. Also wirklich wunderbarst geschrieben. Ich mag auch hier jetzt in diesen Seiten, ich mochte den Spannungsverlauf, ich mochte, dass so ein bisschen was anderes auch mal passiert ist, womit ich vielleicht gar nicht gerechnet habe. Und ich mag einfach Sarah als Charakter. Also ich finde sie so toll, ich finde sie so eine tolle Frau, die sich wirklich wunderbarst entwickelt, wo man mitgehen kann, mitfühlen kann, wo man in den verschiedenen Gefühlen auch einfach das nachvollziehen kann und auch einfach, ich mag es, wie reflektiert sie zu sich selbst ist, zu ihrem Leben ist und das jetzt eben auch einfach annimmt. Und das finde ich einfach großartig. Also ich glaube, wenn man das Cover sieht, würde man das gar nicht so erwarten, dass das so eine tiefgründige, emotionale und trotzdem so schöne, warme, herzliche Urlaubsgeschichte ist, dass die in Italien spielt. Und bis jetzt ist alles wirklich alles dabei, was ich mir erhofft habe. Und ich habe ja noch ein paar Seiten. 377 bin ich grob. Ja, ich habe wie schade, ich habe keine 50 Seiten mehr und ich glaube, Adriana, wenn du das siehst, du wirst dir denken, oh mein Gott, ich habe hier ein Jahr dran geschrieben und die Steffi liest das irgendwie in 1,5 Tagen durch und ja, es tut mir fast so ein bisschen leid, aber es ist einfach ganz, ganz wunderbar und macht mir vom Lesen wirklich großen Spaß und jetzt ist es aber auch Zeit fürs Bett und morgen geht es auf jeden Fall weiter und ich denke, dass ich mich dann nach dem zu Ende lesen sozusagen nochmal melde und dann mein finales Fazit auf jeden Fall mitgebe. Mich trennen keine 20 Seiten mehr vom Ende, aber ich möchte ja diesen tränenreichen Moment, den das Buch gerade erreicht hat, auch einfach kurz festhalten, denn ach, es ist so schön, es ist so emotional, es ist so echt, es ist so, dass man merkt, man muss so für vieles in seinem Leben auch einfach so dankbar sein. Und ich fühle so mit Sarah mit. Und es gab hier wieder einiges, was passiert ist, gerade in Bezug auf ihren Vater, auf das Geheimnis und dass es doch manchmal im Leben ganz anders ist, als es scheint. Und ich jetzt wirklich erstmal das Buch zuklappen musste, ein Taschentuch gebraucht habe und ein bisschen geweint habe. Und es hier viel auch viel um Trauer ging, natürlich um die Trauer um ihre Mama, aber eben auch um ihren Papa. Und das ist schon was mir sehr nahe geht. Meine Mama ist jetzt ja auch vor 3 Jahren verstorben und ich fühle das so mit. Also das hat Adriana wirklich richtig, richtig gut gemacht, Trauer zu beschreiben und wie man damit umgeht und wie es einem täglich geht. Und ja, das fand ich richtig, richtig gut. Ich habe auch wieder 2 Markierungen darin gemacht. 3 Markierungen. Ich habe das nämlich extra farbig getrennt. Und ich fand hier sehr schön, das ist aber eher sowas, was ich richtig schön fand, dass man sich eben in das Leben verlieben müsste und dass man das zu schätzen weiß und jeden Moment genießt und einfach wie Verliebte durchs Leben geht. Und das fand ich sehr, sehr schön als Gedanke. Und hier fand ich sehr schön, dass manchmal, wenn man sich für sein persönliches Glück entscheidet, verletzt man andere. Auch und vor allem die, die man liebt. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz oft der Fall ist, wenn wir Entscheidungen treffen, vielleicht nicht unbedingt nur Familie, sondern auch wirklich Freunde und sehr nahestehende Menschen, dass manchmal Veränderungen einfach so sind, dass ja, sie bei manchen nicht die Begeisterung auslösen, sondern eher ja, das Gegenteil. Und das fühle ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr.
Und dann geht es hier so ein bisschen um Trauer. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das ein, also Adriana schafft es, Bilder zu kreieren aus Emotionen, Gefühlen, Gedanken und daraus Bilder entstehen zu lassen. Und das hier fand ich ein richtig schönes. Ja, da ging es eben auch um Trauer. Und dann, ja, damals habe ich gelernt, dass der Schmerz und die Trauer immer wieder kommen, wie in Wellen. Also habe ich angefangen zu zählen, nur für mich, so lange, bis die Schmerzwelle vorbei war. Manchmal habe ich bis 100 gezählt, manchmal bis 1000. Dazwischen immer mal wieder bis 10. Ich wusste nie, wann es besser wurde. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, so ist das. Es gibt traurige, trauernde Momente, wo man einfach so gepackt wird wie von einer Welle. Und dann gibt es aber bei mir zum Beispiel nach 3 Jahren auch Momente, wo ich lächeln kann, wo ich an schöne Dinge denke und merke, dass ich dankbar bin, dass ich überhaupt trauern darf. Da gibt es ein schönes Zitat von Ed Sheeran in einem Song, wo er eben sagt, ein Herz, das gebrochen ist, ein Herz, das leidet, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz hin, ist eben ein Herz, das geliebt hat. Und das finde ich so schön und dafür muss man dankbar sein. Und ich nehme aus dieser Geschichte auch mit, wie dankbar wir sein müssen, sollten für all die Menschen, die wir lieben, die wir in unserem Leben haben, solange wir sie in unserem Leben haben. Und ich glaube, mein Papa bekommt später eine ganz dicke Umarmung. Bekommt er sowieso sehr regelmäßig, aber ja, also ja, wahnsinnig an Emotionen mit dieser Wendung, dieser Welle, diesen, ja, hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass das Buch so tief greifen wird, so emotional. Und ja, also wer eine seichte, sommerliche Liebesgeschichte erwartet hat, nein, bekommt hier etwas ganz anderes. Und jetzt verschnaufe ich, werde ein Stückchen Schokolade essen und mich dann den letzten, ja, knapp 20 Seiten widmen und ja, melde mich auf jeden Fall dann nochmal. Meine Gedanken zu den letzten wenigen Seiten möchte ich mit einem wunderschönen Zitat ja, beginnen. Hier wird fotografiert und es wird Fokus aufs Gesicht genommen und ja, es heißt so schön: Erkenne ich zwar einige Fältchen deutlicher, aber es sind genau diese Lebenserinnerungen, die ihre Geschichte erzählen. Und ist das nicht wunderschön? Ja, also ich bin wirklich hin und weg. Also abschließend muss ich wirklich sagen, für mich ein Lese-Highlight, eine Geschichte, die mich gepackt hat, gefesselt hat, emotional total mitgerissen hat, die mich nach Italien geführt hat, die mich sprachlich begeistert hat, die erwachsen ist, die dennoch Freiraum lässt für diese Fantasien, für Erinnerungen, für Träume. Und das ist einfach so wichtig. Auch wenn wir als erwachsene Menschen im Leben angekommen sind, haben wir Träume, haben wir Wünsche, sehnen wir uns nach Dingen, die vielleicht auch in der Vergangenheit irgendwo schon mal irgendwie fast eine Abbiegung gegangen wären. Und es ist ganz wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir uns dahin träumen, wo eben die Bucht unserer Träume ist und dass wir einfach gerne in die Zukunft blicken. Natürlich nehmen wir unser Gepäck mit und wir blicken auch wahrscheinlich sehr häufig nach hinten zurück und fragen uns des Öfteren, was wäre gewesen, wenn, oder was ereilt einen hier, oder was hätte man anders machen können, welchen Weg hat man eingeschlagen. Man kann aber jeden Tag aufs Neue einen neuen Weg gehen. Und das ist so wunderschön, wie das hier von Elena Sonnberg alias Adriana Popescu beschrieben wurde. Ich fand Sarah eine tolle Protagonistin. Ich mochte ihren Wandel, ihre Entwicklung, ihre Reflexion, ihre Gedanken, ihre Gefühle. Ich fand es toll, wie nah wir hier dran waren. Ich mochte die Nebencharaktere, ganz egal, ob es etwas die Teenie-Tochter Mimi war, die ihre erste Liebe hier erfährt, ob es ja im Grunde auch der Makler war oder all die Freunde ihres Vaters, selbst ihr Vater, der ja gar nicht wirklich Teil dieser Geschichte ist, ist greifbar und man versteht ihn so gut, wenn man hinter die Fassade blickt, hinter das Geheimnis, wenn man dafür offen ist. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig gegenüber unseren eigenen Eltern ist, dass das natürlich auch Menschen sind und dass sie auch Träume haben und Dinge in der Vergangenheit passiert sind, die sie vielleicht nicht mit uns Kindern teilen oder auch wir, wenn ihr Eltern seid, bestimmt Dinge habt, die ihr vor euren Kindern nicht besprecht. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Reife kann man Dinge eben auch mit seinen Kindern besprechen oder auch mit den Eltern und da wirklich was ganz Tiefgründiges entstehen lassen. Und es war für mich wirklich ein wahnsinniges Highlight. Es hat mich wirklich
wahnsinnig berührt und mitgerissen und mich nach Italien geführt. Und ich habe jetzt richtig, richtig Lust auf Italien bekommen. Ich war selbst noch nicht am Gardasee. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten ein, zwei Jahren. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir von Elena Sonnberg noch ein bisschen was lesen dürfen. Auch gerne ein bisschen mehr. Wir öfter an träumerische Buchten begleitet werden. Auch ich hätte so zwei, drei schöne Orte auf dieser Welt, wo ich mich nochmal entführen lassen würde. Ein perfektes Buch. Ich habe nichts zu meckern. Ich habe es wirklich genossen und ich hoffe, dieser Vlog in Gänze hat euch das gezeigt. Und das Buch ist ja jetzt, wenn ihr den Vlog seht, auch wirklich offiziell erhältlich. Also holt euch das Buch, lest es, genießt es, träumt euch an den Gardasee und lasst euch da einfach ein bisschen mitnehmen in dieses, ja, in diese Lebensgeschichte, auf diese Lebensreise, die Sarah geht und natürlich einfach sommerlich, schön, leicht, aber trotzdem tiefgründig und ganz, ganz tolle, besondere Emotionen, auch einfach Themen, die wir einfach, finde ich, als erwachsener Mensch, egal ob Frau, Mann oder alles dazwischen, lesen möchten. Ich glaube, das Buch trifft einfach genau ins Schwarze und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Liebe Adriana, vielen Dank für diesen wunderbaren Lesegenuss. Hast du wirklich mehr als perfekt gemacht und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dieses Buch schon vorher lesen durfte, ich dieses wunderschöne Bloggerpaket bekommen habe und überhaupt diese Geschichte in Händen halte und mich einfach so in diesen Leserausch einwerfen durfte. Und ich hoffe auch, dass euch der Vlog gefallen hat, dass ihr zu dem Buch greift oder vielleicht es ja auch schon bestellt habt oder bei euch liegen habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.